Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Palworld. Ja, mit mir wohl erstmal alleine, weil Pandaria sich noch nicht gemeldet hat. Wir hatten eigentlich ausgemacht, wir nehmen auf um 14 Uhr. Jetzt ist schon 14:12 Uhr und sie hat sich noch nicht gemeldet. Und ich brauche das Video für 17 Uhr. Deshalb, ja. Sind wir jetzt hier erstmal alleine bei Palworld? Ich habe die Einstellungen jetzt mal wirklich auf ein Minimum runter. Einfach weil, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe es gemerkt, das Spiel war wirklich, ja, es war sehr am Laggen. Wieso kämpfen die da hinten? Ach so, die kämpft gegen den Baum. Ja, war sehr am Laggen und deswegen habe ich jetzt einfach die Einstellungen runter, weil mein PC einfach nicht mehr der neueste ist, ich aber trotzdem Palworld spielen möchte. Und ja, deshalb habe ich die Einstellungen runter. Es läuft jetzt ein bisschen ruckelfreier. Bevor ich jetzt hier rumstehe, fälle ich hier mal ein paar Bäume. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was unser Plan. Ach so, wir wollten Gillette besiegen. Ja, das würde ich jetzt ungern alleine machen. Das würde ich dann doch lieber mit Pandaria zusammen machen. Deshalb farm ich jetzt hier einfach mal ein bisschen. Und ich habe Kommentare gelesen, ob ich meine Folgen ein bisschen länger machen könnte. Da muss ich mit Pandaria nochmal reden. Weil ich finde 15 Minuten auch, ja, für Palworld dann ein bisschen kurz. Ja, aber da rede ich mit ihr, wenn sie dann mal auftauchen sollte. Ja, genau. Ja, wir können ein bisschen was bauen. Wir müssten eigentlich auch noch auf die Suche nach Foxparks gehen, weil wir müssen ja hier noch Foxparks-Geschirr herstellen. Ich schaue jetzt erstmal in die Truhen, was wir alles haben. Nee, nicht alles nehmen, alles ablegen. Hier weg, weg. Oh, wir haben ganz viel Holz. Wir können ja eigentlich jetzt alles bauen. Ach so, der Server ist ja online, stimmt. Da geht es ja immer so weiter. Und wir haben ja unseren Pal einmal hier Fixie, Shiny Fixie. Und ja, wir stellen jetzt erstmal Palsfern her. Wie viele stellen wir denn her? Ja, Produktion beginnen. Die kann jetzt jemand herstellen, bitte. Wie viele Beeren haben wir? Nur, dass ich mir da auch was mitnehme, wenn wir jetzt ein bisschen auf Reise gehen. Oh Gott, die Hälfte nehmen. Shift und hier. Shift und hier. Shift und hier. Shift und hier. Und Shift und hier. So, die können wir jetzt alle wieder. Steuerung. Ah, so kann ich einfach auswählen, wie viele Bären ich mitnehme. Ich würde jetzt mal so, keine Ahnung. 100 Bären mitnehmen, muss man 100 mal klicken. Zack, 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 Wir haben 100 Bären dabei. Palsfern werden hier schön hergestellt. Ich arbeite jetzt einfach mal mit und überlege, was wir jetzt ohne Pandaria machen. Weil, wie gesagt, Gillette will ich jetzt eigentlich nicht besiegen. Wir könnten vielleicht ein Haus bauen. Ja, das wär's doch. Baumenü ist hier auf B. Infrastruktur. Aufbewahrung, nee, Nahrung. Das haben wir ja alles. Infrastruktur, Bau. Ja, dann machen wir doch erstmal Fundamente, wo wir unser Haus hinhaben wollen. So. Und setzen das mal hier hin. Ah, nee, ich glaube, wenn ich Rechtsklick mache, dann genau. So, so. So, einfach mal so ein einfaches Haus bauen. So, da liegt ein Stein, okay. Ja, kann mich hier nochmal. Ah ne, hier, das ist außerhalb. Okay, das müssen wir abreißen. C, Rückbaumodus. So. Ja, dann würde ich jetzt einfach. Oh, hier, wenn ich es hinbaue, ist es ja auch schon außerhalb. Hier noch ein bisschen nach vorne. Wie steht nicht auf dem Boden? Hä? Es steht doch auf dem Boden. Muss ich den Stein vielleicht wegtun?
Ja, ich musste den Stein wegtun, als jetzt war ich wieder falsch. So und so. Okay. Und hier machen wir dann den Eingang. Genau, die Holztüre mache ich hier hin. Ja, rechts und links. Und Holzwand mit Fenster machen wir dann auch einmal hier. Und einmal hier. Ja, komm, du kommst jetzt mal zurück. Und den Rest machen wir zu. Oder? Machen wir den Rest zu? So. Ja, nee, hier können wir noch was mit Fenster hinsetzen. Holzwand mit Fenster einmal hier. Dann können wir nach hinten rausschauen. Und einmal hier. Und den Rest verkleiden wir mit den Holzwänden. Obwohl hier vielleicht gerne auch ein Fenster drinnen hätte, ja. Dass man rechts und links rausschauen kann. C ist der Rückbaumodus. Hier, du kommst weg. Wir bauen hier jetzt erstmal alles weg. So, und das Bett auch. Das bauen wir dann alles so, wie es sein soll. Und hier kommen jeweils welche mit Fenster hin. So, mach mal einmal so und einmal so. So, okay, jetzt können wir hier auch rein und raus. Mit F können wir die Tür aufmachen. So, wir schauen mal. Hier war doch gerade ein Wanderer. Ja, genau, was er uns bieten kann, ansprechen. Ja, ich schaue mich mal um. Wir gehen mal auf Kaufen, was er so hat. Munition. Ich kann verkaufen. Ja, komm. Gibt es mehr? Oh ja, Wolle gibt tatsächlich mehr. Palzfern? Oh ja. Palzfern könnten wir verkaufen. Hier. Rote Beeren gibt auch viel. Ja, komm. Das machen wir jetzt mal. 500, halt, stopp, vielleicht will ich ja was kaufen. Eischwache mit Weizenmilch, Wolle, Palöl, Munition, ne? Mehr hat er jetzt nicht, schade. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen mal weiter. Foxpacks-Geschirr, kann ich das schon bauen? Vielleicht haben wir einfach genug. Gegenstand reparieren. Hier können wir mal reparieren. Sehr schön. Ah ja, da hinten haben wir unseren PAL-Herstelltisch. Foxpacks-Geschirr. Nee, wir brauchen noch eine Feuerdrüse. Okay. Dann würde ich tatsächlich das Haus mal weiterbauen. So. Wir brauchen hier drinnen ja eine Treppe. Wir müssen natürlich nach oben gehen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir nach oben? Wir müssen ja so gehen. Ich würde sagen, einmal weiter hinten, hier und hier. So, dann das Holzdach. Das Holzdach setzen wir natürlich hier schön an. Hier setzen wir es an und hier. Ja, hier. Hier und hier, dass wir einfach mal ein Dächlein haben. Hier und hier. Dass man hier nicht runterfällt, muss ich auch was rumbauen. Erstmal wieder Holzwände. Einmal hier. Einmal hier. Hier auf alle Fälle. Hier kommt ein Fenster hin. Hier. Und hier. Ja, Leute, wir bekommen das alles hin. So und so. Hier kommen die Fenster. Ah, nee, der war falsch. Der war falsch. Der war falsch. Rückbaumodus hier weg. Und wieder was mit Fenstern. Noch mal einmal hier. Einmal hier. Hier und hier. Und hier hinten dann noch. Hier und hier. So, jetzt ist die Frage, geht es nochmal eine Etage nach oben oder nicht? Also wir gehen auf alle Fälle mal eine Etage noch nach oben, um das Dach zu bauen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein. Ja, um das Dach zu bauen, dazu nehmen wir natürlich den Holzboden und machen hier oben alles zu. Alles zumachen. So und so.
Und so. Und ach so, jetzt kann ich mal in den Rückbaumodus gehen. C. Die wird nämlich abgerissen hier. Dann wieder in den Baumodus. Das Holzdach. So. Nein, so. So. Und so. Rückbaumodus. Hier, weg mit dir. So, jetzt brauchen wir dreieckige Holzwand. Wir brauchen das einmal so. Drehen. Genau so. Gibt es hier irgendwie... Nee, schade. Wird ein Flachdach. Wird ein flacheres Dach dann. Nee, hier in die Mitte. Nein. Nee. Ha. Ja, wir bekommen das schon hin. Auf alle Fälle mal so und nein, daher. So. Okay. So. Nee. Genau so. Und so. So. Dreh dich. Und dann brauchen wir noch mal das Dreieck. Genau, einmal hier und einmal hier. Und hier könnten wir ja eigentlich auch ein Fenster rausschauen lassen. Holzwand mit Fenster, genau. Genauso wie hier hinten. Und oben mache ich dann. Ha, es ist blöd. Ha. Ja, dann mache ich jetzt das Holzdach drauf. Und dann sehe ich hier drinnen gleich nichts mehr, wenn ich das jetzt zumache, oder? Oh ne, man sieht noch was. Okay. Dann mal kurz den Rückbaumodus. So, hier gehen wir runter. Und wieder den Baumodus, das Holzdach. Und hier machen wir dann zu. Okay. Achso, ich muss mich jetzt dann kurz hochbauen. Ja, hier wollte ich noch zumachen, genau. Und hier auch. Hungrig, dann muss man doch was essen. Baumodus mal beenden. Ja, ich habe jetzt natürlich nichts mehr zu essen dabei. Ja, hole ich mir schnell was aus unserem Futtertrog. So, kann ich da einfach draufbleiben? Nee, kann ich leider nicht. Ja, wir holen uns hier 41 Bärchen. Essen die auch mal. So, du bekommst auch was. So, okay. Ja, schaut jetzt nicht schön aus. Ich hätte es vielleicht doch noch ein bisschen anders machen müssen. Aber ja. Es schaut halt gar nicht schön aus. Mal schauen, was Pandaria dazu sagt, wenn sie dann kommt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Denn wir wollen. Hier oben möchte ich die Betten hinbauen von mir und von Pandaria. Infrastruktur, mieses Bett. Einmal mein Bett. So. Und noch ein mieses Bett für Pandaria. Auch direkt an die Wand. So. Okay. Okay, die können das miese Bett nicht erreichen. Ja, ich glaube, da ist die Tür zu. So, könnt ihr es jetzt erreichen? Hier unten möchte ich nämlich die Palbetten hinbauen, hier hinten. Deshalb baue ich die jetzt mal hier kurz ab, alle. Zack, zack, zack und zack. Und baue die alle mal hier hin. Hier können sie sich ausruhen. So, einmal. Zweimal. Dreimal.
Ja, geht mal auf Seite. Hier 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Und wenn du da jetzt noch weggehst. Ja, okay, die bauen das jetzt so schön. Sehr gut. Wir können die heiße Quelle. Nein, wir brauchen Palsaft. Das haben wir alles. Palaufhübscher. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Haben wir die Viehfarm? Haben wir ein Palaufhübscher? Nee, wir haben eigentlich nur diese Statue. Kann ich da irgendwas verbessern? Nein. Pals verstärken. Kann ich dich verstärken? Nee, habe ich auch nichts dafür. Ja, was können wir noch machen? Ja, ihr seid jetzt soweit fertig. Dann kann ich ja da noch ein Palbett hinbauen. So, Palstrohbett. Genau. Hier kommt noch eins hin. So. Okay. Bauen die oben weiter jetzt oder muss ich das jetzt selber bauen? Ah, ich glaube, das muss ich schnell selber bauen. So, dann bauen wir das halt. Die 20 Sekunden schaffen wir. Vielleicht kommt ja jetzt jemand und hilft uns. Die können es nicht erreichen. Aber warum? Kann mir gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, warum unsere Pals hier nicht hochkommen. Aber hier hat doch schon jemand dran gearbeitet. Ja, warum kommen unsere Pals hier nicht hoch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, wie lang geht die Folge jetzt schon? Ja, 17 Minuten. Komm, das bauen wir jetzt hier noch fertig. Einfach, dass ich die Folge für heute habe. So, wir haben zweimal das Bett. Kann ich da jetzt rein und schlafen? So, oh, irgendjemand ist noch mit online. Kann ich hier schauen, wer? Kann ich hier schauen, wer in der Gilde? Pandaria ist es nicht. Okay. Pandaria ist es nicht, die online ist. Ja, dann könnten wir hier noch... was können wir denn jetzt noch bauen? Die Folge wird jetzt einfach ein bisschen länger, weil ich muss ja warten. So, nee, kann ich natürlich nicht so bauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Haben wir die heiße Quelle? Nein, haben wir nicht. Nahrung aufbewahren. Den Pal aufhübscher. Nimm nur Pals für Skins, die du außerhalb des Spiels bekommen hast. Ja, ich baue sie jetzt einfach mal. Die bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack. Und die Viehfarm. Haben wir eine Viehfarm? Wir haben noch keine Viehfarm, oder? Nee, haben wir noch nicht. Dann bauen wir doch auch mal die Viehfarm. Come on. Die bauen wir doch mal mit hier rüber. So. Die wird dann hierher gebaut. Sehr schön. Pal aufhübscher. Habe ich da irgendwas bekommen? Skin verändern. Ladeskins. Kadiva. Oh, cool, Kadiva. Sehr nice. Okay. Was ist mit dir los? Ist erschöpft. Ja, wenn du so erschöpft bist. Okay. Lagerverbesserung. V. Könnten wir machen. Nein, wir brauchen den Zerkleinerer. Auf B. Wo ist der Zerkleinerer? Ach, den muss ich mir bestimmt erst lernen. Wir gehen mal auf die Technologien. Der Zerkleinerer, der ist hier. So, ja, den lernen wir jetzt mal. Den Hochofen lernen wir auch. Das Fangeisen, nee, Federhaarschmuck brauche ich auch nicht. Nägel brauchen wir später auf alle Fälle. Das weiß ich noch. Ich glaube, die Fässer sind nicht schlecht, weil da kann man mehr aufbewahren als in den Kisten. Nee, das hat Pandaria gelernt. Ich will jetzt nämlich auch nichts lernen, was sie unbedingt gelernt hat, außer diese grundlegenden Sachen. Giftpfeil brauchen wir auch nicht. Daydream-Hals, weil nämlich Daydream in dem Team ist durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Achso, Daydream kann man so nicht draußen behalten. Ja, dann holen wir uns doch das. Die arktische und die tropische Tracht brauchen wir dann eigentlich erst später. So, unsere Wollfarm ist jetzt, glaube ich, fertig. Ja. Und ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, auf alle Fälle Lammball. Farmarbeit. Wir brauchen irgendjemanden, der Farmarbeit kann hier reinsetzen. Wir machen das Management auf. Farmarbeit ist der Zaun.
Und es ist, glaube ich, auch nur Lammball, wo jetzt hier ist. Du kannst irgendwas mit Elektro, du magst Feuer. Macht Foxparks irgendwas? Nee. Foxparks sitzt aktuell nur rum. Er baut ja Steine ab. Er ist gerade am Fressen, aber ich könnte ihm mal eine Auszeit geben. So, vielleicht wird er dann wieder gesund. Und dann setzen wir Lammball rein. So, Lammball, hallo. Du darfst in deine Farm, oder? Jawohl, Lammball geht in die Farm. Was können wir hier machen? Hier könnten wir was grillen. Gegrillte Beere. Höhere Nährwert. Ja, dann komm, dann grillen wir doch einfach mal. Keine Ahnung. 200 arbeiten. So, ah ja, jetzt kommt Foxparks mit dazu, der mitgrillt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kann es Foxparks mal machen. Ich kann mir meine Palsfähren mal abholen. Und wir können herstellen ein Reparaturset für uns. Stellen wir uns mal her, dass wir da einfach mal eins dabei haben, erhalten. Ja, und ich würde sagen, Leute, wir haben jetzt doch schon sehr viel geschafft. Ich schau mal, vielleicht reißen wir eine Seite vom Haus nochmal ab und bauen das Haus einfach nochmal neu, weil ich finde, das schaut ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt aus. Oder hier kommt dann noch was. Das ist auf E. Nee, da geht es ja nur weiter. Okay, hier haben wir jetzt alles gebaut. Wir können jetzt ein Holzfassregal. Das könnten wir noch reinbauen. Genau. Ich kann ja mal ein bisschen was aufstellen. Würde ich hoch zu uns nehmen. Das Holzfassregal. Einfach, dass es schön ausschaut. Hallo? Hä? So kann ich das jetzt nicht bauen. Holzfassregal? Hä? Ja? Nein, ich will das hier bauen. Okay. Nee. Ich will es da hinten hin. Nee. Was ist denn jetzt das? Das ist irgendwie blöd, weil ich will hier eigentlich das Holzfassregal bauen. Backspace, zurück zum Baumenü. Hölzernes Wandregal. Ja, das könnte ich jetzt an die Wand hinbauen. Okay. Aber warum kann ich das Holzfassregal hier nicht hinbauen? Warum, warum, warum? Okay, dann kann ich das normale Holzfass hier. Ja, das würde gehen. Das würde gehen. Aber so ein paar Fässer in die Ecke schaut doch bestimmt auch cool aus, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Eins hier und eins hier. Ja, und wieso kommen die Pals nicht hoch? Vielleicht liegt es einfach an den beiden. Wenn ich das jetzt wegmache. Einmal und zweimal. Kommen sie dann hoch? Kommen die Pals jetzt hoch? Kommen sie hoch oder nicht? Hallo, helft mir mal. Nee, die kommen hier nicht rein. Und ich weiß nicht warum. Ja, okay, Leute, dann stelle ich mal die Holzfässer her. Ich hoffe, Pandaria meldet sich jetzt dann. Ja, wenn nicht, wir nehmen auf alle Fälle heute noch auf, außer es ist irgendein gravierender Zwischenfall, glaube ich jetzt aber nicht, das hätte sie mir gesagt. Genau, ja, ich hoffe, euch hat die Folge jetzt mit mir alleine gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend, macht was draus und wir sehen uns dann morgen bei Pandaria auf dem Kanal, hoffentlich zu Palwald. Servus!